Wenn ihr nun so freundlich wärt, mir zu verraten, warum wir zum Palast des Wächters gehen? Ich dachte, das sei klar wie Gemüsebrühe. Wir helfen dir, dich von den anderen abzusetzen. Du musst zur Oberfläche zurückkehren und bei der Evakuierung mit anpacken. Wenn das so ist, muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe nicht vor, den Mond zu verlassen. Warum das denn? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn die Apokalypse erst einmal beginnt, ist die Möhre gegessen. Die Bewohner von Aetheris liegen euch wirklich sehr am Herzen, nicht wahr? Oh, Schreck! Seid unbesorgt, Freunde. Wir sind nicht erzürnt. Wie auch. Wissen wir doch um eure ehrbare Mission. Über Jahrtausende hinweg habt ihr keine Mühen gescheut, den Mond auf unsere Ankunft vorzubereiten. Eine monumentale Aufgabe. Aber ihr habt sie pflichtbewusst erfüllt. Eure Namen allein sind Testament eurer Hingabe. Unsere Namen? Ihr meint, sie haben eine tiefere Bedeutung? Oh ja, das haben sie. Sie symbolisieren die Hoffnung und Wünsche derer, die uns unsere Namen schenkten. Euch wurden Namen verliehen, die unseren Ohren vertraut klingen. Sie sollen den Bewohnern von Aetheris dabei helfen, Vertrauen zu schöpfen und Brücken zu jenen zu bauen, die für sie auf den ersten Blick fremd wirken. Ja, da hast du vollkommen recht. Heidelin schuf uns aus ihrer Hingabe zu allen Lebewesen auf Aetheris. Und wie wunderbar unser blaues Juwel doch ist. Nichts funkelt schöner im Schwarz des Sternenmeeres. Wir haben Tag ein, Tag aus an der Transformation des Mondes gearbeitet. Über all die langen Jahre wuchs dabei dieses unbeschreibliche Gefühl in unserer Brust. Was haben wir uns danach gesehnt, euch endlich zu treffen, Kinder Heidelins? Geträumt haben wir davon. Und darum flehen wir euch an. Helft uns, so viele zu retten, wie nur möglich. Kommt auf den Mond, bevor die Apokalypse eurem Leben ein Ende setzt. Wenn wir etwas falsch gemacht haben sollten, werden wir alles daran setzen, uns zu bessern. Versprochen. Bitte sorgt euch nicht, meine Freunde. Ihr habt lediglich noch viel zu lernen. Über uns und, ja, auch über euch selbst. Dein Name zum Beispiel, Singing Way. Die Worte, aus denen er besteht, lassen sich als Weg des Singens deuten. Dabei umfasst er doch so viel mehr, als einfach nur schöne Melodien erklingen zu lassen. Auf unserem Planeten gibt es zahllose Lieder. Sie tragen Freud und Leid, Wünsche und Hoffnungen in sich. Und jedes Volk hat seinen eigenen Klang, seine eigenen Melodien, seine eigenen Geschichten. Mapping Way. Der Weg der Kartografie. Hinter deinem Namen steckt die Erfahrung einer langen und oft beschwerlichen Reise. Auf Aetheris gibt es Berge, die bis in die Wolken ragen und Meere, die über den Horizont reichen. Und auf manchen wiegen nicht mächtige Wellen, sondern das frische Gras im Wind. Ihre Entdecker haben Leib und Leben riskiert, um seine ganze Pracht auf Karten zu bannen. Und du? Ich fürchte, ich kenne deinen Namen noch nicht.
Pudding Way. Oh. Nun, ich glaube, dein Name wäre am besten mit handfesten Kochkünsten erklärt, als mit bloßen Worten. Vielleicht wäre die Magie der Pixies hier genau das Richtige. Doch das verschieben wir besser auf später. Dann wäre da noch dein Name, Living Way. Der Weg des Lebens. Seine Bedeutung lässt sich nur schwer ergründen. Ich möchte es aber dennoch versuchen. Mal sehen. Naja, vor langer Zeit, ich war selbst noch ein Kind, da neckte mich eine gute Freundin als einen verträumten Bücherwurm. Um mich eine Weile meinem Lesestoff widmen zu können, forderte ich sie schließlich auf, darüber nachzudenken, was es wirklich bedeutet, zu leben. Nachdem sie sich ordentlich den Kopf zerbrochen hatte, sagte sie Folgendes: Das Leben ist wie die Vorfreude auf die ungelesenen Seiten eines neuen Lieblingsbuchs. Es ist das Versprechen des Morgens, dass die Fehler von gestern der Vergangenheit angehören. Es ist wie die Hoffnung, dass man neue Bekanntschaften schon bald als alte Freunde willkommen heißen kann. All das und viel mehr bedeutet es, wirklich und wahrhaftig zu leben. Ich verstehe nicht. Mir geht es genauso. Sagen wir, ich bin selbst noch ein Schüler des Lebens. Aber worauf ich hinaus will, nehmt euch ein wenig Zeit, uns kennenzulernen, uns verstehen zu lernen. Und ich werde euch zur Seite stehen, so gut ich es kann. Das hier ist Tinte, so blau wie Aetheris selbst. Sie wurde in großer Eile hergestellt, aber ich finde, sie ist außerordentlich gut gelungen. Ich bin mir sicher, dass die Bewohner des Planeten sich für den richtigen, ihren Weg entscheiden werden. Auch ganz ohne mein Zutun und zur rechten Zeit. Nur bitte ich euch, ihnen diese Zeit auch zuzugestehen. Und während wir gemeinsam auf ihre Ankunft warten, ergänzen wir eure vielen Bücher mit eben jener Tinte. Je besser ihr eure zukünftigen Gäste versteht, desto einfacher wird es euch fallen, mit ihnen auszukommen und den Mond gemäß ihren Bedürfnissen anzupassen. Was die Zukunft auch bringen mag, so hoffe ich, dass wir gemeinsam einen Weg finden werden, der allen zur Zufriedenheit gereicht. Also gut, abgemacht. Was kann schon schiefgehen? Ihr habt es gehört. Ich werde hier verweilen und gemeinsam mit den Loporit den Mond für die Evakuierung vorbereiten. Tancred, ich bin mir ohnehin sicher, dass du Rine niemals im Stich lassen würdest, komme was wolle. Das gilt für euch alle. Ich bin überzeugt, dass ein jeder hier bis zum letzten Moment dafür kämpfen wird, unsere Heimat und die verbliebenen Splitter vor dem drohenden Untergang zu bewahren. Gerade deshalb ist es mir wichtig, dass euch der Mond eine sichere Zuflucht bietet. Für den Fall der Fälle. Also gut. Wenn wir es vermasseln sollten und uns das Wasser bis zum Hals steht, haben wir noch immer dich und unsere Freunde hier, um uns auf den Mond zu hieven. Sei unbesorgt. Wenn es soweit ist, werden wir euch alle wie einen reichen Fang auf den Mond ziehen. Yeah.
Sache vorhin. Tut uns schrecklich leid. Wir haben die falschen Schlüsse gezogen und überhastet gehandelt. Und dafür möchte ich mich im Namen aller entschuldigen. Nicht doch. Auch uns trifft Schuld. Wir waren ziemlich rabiat zu Glowing Way und den anderen. Ich bedauere, dass es so weit gekommen ist. Lassen wir die Sache hinter uns. Einverstanden. Während wir auf die Entscheidung der Planetenbewohner warten, wollen wir mit Orangers Hilfe so viel wie möglich über euch lernen. Bis die Rübe qualmt. Das erinnert mich daran, dass ich euch vielleicht noch verraten sollte, wer unsere Unterstützer auf der Oberfläche sind. Das ist nicht nötig. Ich habe da schon so eine Ahnung, wer es sein könnte. Euer Kontakt ist der Rat der Philosophen von Schalayan, nicht wahr? Ihr habt das die ganze Zeit gewusst? Es ist ziemlich offensichtlich. Das Verhalten des Rates passt schließlich genau zu dem Auftrag dieser Unterstützer. Unsere unzulässigen Untersuchungen im Labyrinthos und das Stöbern in geheimen Schriften haben sich letzten Endes allemal gelohnt. Aber ich schlage vor, wir setzen unser Gespräch auf der Planetenoberfläche fort. Alfino und die anderen müssen unsere Rückkehr bereits sehnlichst erwarten. Außerdem wollen wir unsere Freunde hier nicht weiter bei ihrer Arbeit stören.